Mit dem Hinterbau-Vollgussverfahren können schnell und einfach Gießlinge in den verschiedensten Größen hergestellt werden. Durch den Einsatz eines Oberflächenharzes lassen sich die späteren Oberflächeneigenschaften des Gießlings bestimmen. Ob hart oder flexibel, chemikalienbeständig, polierbar, zahlreiche Möglichkeiten sind so leicht realisierbar. Nach dem Mischen der zwei Komponenten tragen Sie das Harz mit einem Pinsel in dünnen Schichten auf. Warten Sie, bis das Oberflächenharz geliert, aber noch etwas klebrig ist, bevor Sie mit der zweiten Schicht beginnen. Lassen Sie die zweite Oberflächenschicht ebenfalls angelieren, bevor die Kupplungsschicht aufgebracht wird. Achten Sie darauf, diese gleichmäßig und kreuzweise aufzustreichen. Nach dem Angelieren der Kupplungsschicht wird dann das Vollgussmaterial als Hinterbau eingesetzt. Vermeiden Sie Lufteinschlüsse vor dem Gießen durch vorsichtiges Mischen der Komponenten und achten Sie beim Gießen selbst auf ein langsames, kontinuierliches Einfüllen in dünnem Gießstrahl. Evakuieren oder nachtempern verbessern die Endeigenschaften Ihres Produkts.